Ihr seid ja schon da. Moin. Heute geht es nochmal hier um den Gelaipu-Akku und zwar den mit dem roten Kreuz drauf, nämlich den Akku, wo ich das BMS geschrottet habe. Und ich habe von AliExpress gut verpackt ein Spender-BMS besorgt. Wickeln wir das mal aus. Ja, so ein Jabadia BMS 8S. Auch hier das gleiche Ding wieder. Na, wo da mit diesem Temperatursensor. Ich wollte diesmal nicht was Besseres einbauen, sondern einfach das gleiche, weil ich natürlich dieses BMS ja zusammen mit dem anderen Akku von Gelaipu halt bei mir am Victron ESS gerne einsetzen möchte, um da einen Langzeittest zu machen. Dafür hätte ich gerne zwei gleiche Akkus und ja, schaut mir einfach über die Schulter. Jetzt wird transplantiert. So, und da wir jetzt hier wirklich am Akku basteln, ausnahmsweise mal die Uhr abnehmen. Weil Vorsicht ist besser als Nachsicht. So, ich mache das jetzt nicht komplett ab. Und ja, Ziel ist erstmal hier die Ports loszumachen, also die Verbindung vom BMS. Dann das BMS loszuschrauben, hier vielleicht Temperatursensor rauszuholen. Dann hier die Balancing oder die Stromsensorkabel rauszuholen und dann gucken wir uns hinterher vielleicht noch mal das BMS an. Gut. Das will man nicht, dass die Dinger wegfallen. Ah, hier haben sie, weil die Passung nicht richtig ist, noch mal so eine Unterlegscheibe drunter gelegt. Okay. Was meint ihr? So, würdet ihr das bei Gelegenheit hier austauschen oder sagt ihr erstmal so verwenden? Das passt schon. So, jetzt wird es gefährlich, weil wenn das Kabel hier irgendwo auf den Pluspol runtergeht, das wäre unangenehm. Jetzt mal gucken. Ich habe da mal was vorbereitet, zumindest halt so eine, naja, keine gute Isolation, aber immerhin eine Isolation. Das könnte sich als schwierig herausstellen. So, was jetzt kommt, ne? Nicht nachmachen. Das ist unisoliertes Werkzeug. So. Eins wollte ich euch noch zeigen. Und zwar, wenn ihr jetzt mal hier oben in der Ecke guckt, hier so, seht ihr da? Ne? Da ist so ein weißer Schleier. Kann man auch wegwischen so ein bisschen. Und da sind so Stipsen. Und das liegt natürlich hier genau in der Feuerrichtung, ja, wo es halt den MOSFET gegrillt hat. Gut. Okay, dann machen wir jetzt hier weiter mit dem Stecker. Da war ich ja vorhin, glaube ich, unisoliert. Also dadurch, dass das hier alles mit diesem Zeug festgemacht ist, das ist schwierig rauszukriegen, aber es geht. So, den haben wir los. Und hier war ich gerade schon mal bei unten zu poolen. Da ist der Temperatursensor. Wenn man da vorsichtig reingeht, ihr müsst da echt. Ja, ich brauche für sowas isoliertes Werkzeug. Das geht nicht anders. Aber macht man ja nicht so häufig, ne? So, schnell weg mit dem unisolierten Scheiß. Da ist der Temperatursensor und jetzt können wir hier das BMS rausoperieren. Das ist natürlich cool, dass das hier auch bei Gelaipu geschraubt ist, weil das macht das Ganze einfacher. Stellt euch vor, das wäre jetzt geklebt oder so. Von daher ist das System hier, finde ich, schon ganz sexy.
Aber mit Schrauben muss man natürlich aufpassen. Und das ist auf Spannung. Okay. Das ist nicht so schön. Eine Platine auf Spannung verbauen. Kommt nicht so gut, finde ich. Aber das kann natürlich auch sein, dass ich hier, dass es hier an dem Metall geklickt hat. Ja, und wer jetzt sagt hier, ey Jens, wieso hast du hier kein isoliertes Werkzeug? Das war unerwartet. Sondern nur hier Werkzeug mit so einem, ja, Band drum. Ich habe dummerweise für die Installation der PV-Anlage das isolierte Werkzeug bei uns zu Hause rumliegen und nicht im Büro. So, nehmen wir das alte Herz mal raus. Ja, das hätte man natürlich auch kürzen können hier, aber so liegt es halt drunter, ist auch in Ordnung. Naja, das ist so eine der Dinge, die man nicht möchte, eine Platine auf Spannung einzubauen. Das wäre natürlich schöner gewesen hier, wenn das der passende Lochdurchmesser wäre. Dann kriegt man nämlich ein bisschen bessere Kontaktfläche. Ich ziehe den mal näher ran hier, sodass man da versuchen kann, zumindest die Kontaktfläche so ein bisschen größer zu machen. So, der ist wieder drin. Und hier den Temperatursensor stecken wir da auch wieder unten drunter, einfach nur. Das ist jetzt zwar auch nicht so super schick, aber wenn er irgendwo Temperatur kriegt, dann wird das hier der Fall sein. Also rein da so schickt. So, und damit wäre der Akku eigentlich wieder fertig. Messen wir einmal fix die Spannung hier. Normalerweise macht man das natürlich nicht mit so Krokodilklemmen, aber die sind nun mal gerade dran. 26,62, das sieht gut aus. Weitere Tests spare ich mir jetzt. Wir haben ja ein neues BMS hier. Ja, schrauben wir den Akku wieder zu. Das spare ich euch jetzt. So, Akku wieder zusammengeschraubt und damit kann hier das rote Kreuz für defekter Akku einfach weg. Ich werde aber hier noch mal am Pluspol eine kleine Kennzeichnung ankleben, damit ich weiß, dass das der Akku war, der ja da kleine Problemchen hatte. Und hier hinten packe ich auch noch was hin. Und da ich ungern Klebeband wegschmeiße, das sich noch verwenden lässt, mache ich ja auch mal zwei Kleber dran. So, dann weiß man zumindest, dass hier das neue BMS drin ist. Okay, gucken wir uns hier mal das alte BMS an. Ich stelle euch mal auf näher dran. Drehen wir es einmal um. Ja, und lüften wir mal das Geheimnis. Eieieiei. Also hier sieht man, da hat es ordentlich gerumst. Das ganze Klebepad ist weg. Das ist ja ganz anders als bei dem BMS, bei dem JK BMS, was ich halt
da in meinen Akku, in den Power Queen Akku eingebaut hatte, da hat es wirklich die MOSFETs hier komplett weggefetzt. Und wenn man hier noch mal guckt, na, das ist auch ein BMS, wo ich dann sagen würde, okay, da geht, glaube ich, dann gar nichts mehr. Ho, 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 ho. Das ist spannend, oder? Sowas habe ich auch noch nicht gesehen. Und man sieht hier, dass hier fast alle MOSFETs ja einen mitgekriegt haben. Hier vorne wahrscheinlich auch noch. Das BMS scheint wirklich komplett hinüber zu sein. Das würde ich auch so nicht mehr verwenden wollen. Also auch nicht mit, ja, repariert, irgendwie neue MOSFETs eingelötet oder sowas. Das wäre mir hier zu riskant. Ja, habt ihr das auch gesehen? Ja, so teuer sind diese BMS nicht. 38 Euro, das kann man noch einigermaßen verschmerzen. Ärgert mich aber trotzdem. Ob das Ding vorgeschädigt gewesen ist oder nicht, kann man natürlich jetzt im Nachhinein nicht sagen. Auf jeden Fall hier der Gelaipu-Akku, der zweite, der funktioniert wieder. Und die Zellen sind ja wirklich 1A. Deswegen habe ich mir gedacht, okay, das lohnt sich definitiv, diesen Akku noch zu retten, da ein neues BMS reinzubauen und ja, den halt dann bei mir im Victron ESS dann wirklich langfristmäßig zu testen. Das wird auch eines der nächsten Videos werden, nämlich wie ich diese, ja, 24 Volt, diese in Anführungsstrichen dummen 24 Volt LiFePO-Akkus dann bei mir im ESS integrieren möchte. Da habe ich schon mal so ein bisschen was gebaut. Werde ich euch noch nicht zeigen. Vielleicht demnächst so in den Community-Beiträgen oder sowas. Schaut da mal rein. Wenn ihr das nicht regelmäßig macht, da gibt es immer so mal ein paar Sachen, bei denen ich gerade so dran bin. Ja, ansonsten vielen Dank fürs Zusehen. Wenn euch das Video gefallen hat, wisst ihr, ne, immer schön Daumen hoch da lassen. Support ist kein Mord. Darüber freue ich mich. Und ja, wenn ihr Anmerkungen habt, wenn ihr Fragen habt, dann gerne nach unten in die Kommentare. Wir sehen uns dann vielleicht beim nächsten Video. Bis dahin, tschüss.